Hey meine lieben Rambas, ich freue mich heute wieder begrüßen zu dürfen zu World of Tanks und zwar mit einem Replay vom Typ 61 über Type 61, gespielt von Verderbnis aus meinem Clan. Hallo Verderbnis und hallo Eikbar an alle meine drei Leute, die da vielleicht zuschauen gerade. Ja, wir machen die Minimap größer, gucken uns hier das Line-Up bisschen an von Wadi und wir sehen hier mit seinem Tier 9 ist er hier Top-Tier. Achter und sogar Siebener dabei und in dem Fall muss man sagen, leider eine unfaire Aufteilung zu Lasten des Gegners, weil der hat nämlich sage und schreibe zwei Achter mehr. Ja, sieht man ganz unten, da wo der Gegner schon mit Black Prince und IS anfängt, da hat er noch ein Rheinmetall und ein GW Tiger P. Ja, also von dem her bei seinem Team 3 Siebener gegen 5 Siebener im Gegnerteam. Ja, jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Er hat übrigens die kleine Kanone montiert. Da drüben IS-8. Auto-Aim. Und schießt jetzt hier drauf. Allerdings steht der IS nicht schlecht. Der erste Hit war mit Auto-Aim. Der zweite sollte nun gezielt platziert werden. Aber ja, er tut sich gerade noch nicht so leicht. Jetzt ist er offen. Und kaum ist er offen, kriegt er auch den ersten Schuss unter. Und bekommt aber gleich, wie soll es anders sein, einen in die Schnauze. Also von dem her, da denkt er sich, naja, ich fahr mal weiter. Muss ja natürlich auch hier mal aufpassen, Thema Arti. Die kann natürlich auch kommen. So, jetzt hier in der Mitte. Da hinten jetzt dann wieder der IS. Jetzt hier seitlich. Er ist offen, kann aber einen platzieren. Jetzt muss er aufpassen. Ah, schade. Minimal zu langer Reload. Links von ihm wäre ein sturer Emil. Den könnte meines Erachtens sogar besser drauf. Hat zumindest so ausgesehen, dass der hier so schön am Hang steht. Aber er hat nur Augen für den T69 und T29 hier drüben. Der ist abgeprallt. Abgeprallt. Ja, nicht durch. Hat zwar wohl ganz gut getroffen Richtung Kommandantenkuppel, aber nicht gut genug. Und dementsprechend no penetration. Der sture Emil, den ich vorher gesehen hätte und beschossen hätte, der ist auch mittlerweile zerstört. Also der war da oben auf jeden Fall gut hitbar. Nein! Jetzt ist der T69 gerade so zurückgefahren. So, und jetzt der Black Prince. Aber komm, den... Ja. So, da schießt aber auch eine ISO auf ihn. 122S, also der Premium. Gerade nicht durchgeschlagen. Und T54E1. Das ist doch schon eher so ein Brümmerchen. Aber der macht es hier nicht so clever, bekommt hier die Hits. Kann hier sein Magazin gar nicht ausspielen. Und dementsprechend bekommt er da ein bisschen auf den Deckel zumindest. So schlimm war es noch nicht. Bisschen hat er noch, aber schön ist anders. Oh, da drüben ST1 oder STI. Ich weiß es immer nicht. Ich bin da immer noch, ich bin ehrlicherweise da ein Noob. Ich weiß nicht, ob es ST1 oder STI heißt. Könnt ihr mir mal sagen, dann lerne ich es endlich. Ich habe ja da so ein paar Leute, die mich gerne immer verbessern in meinen Videos. Zum Beispiel sage ich auch immer, ich glaube, eingeschaltet. Und es heißt nicht eingeschaltet, wird mir immer gesagt. Alkramba, es heißt nicht eingeschaltet, du eingeschaltet Noob, sondern eingeschalten. Oder ich andersrum. Und es ist mir eigentlich egal, ich rede so, wie ich rede. Und ich finde es langsam sogar amüsant, wenn dann die Leute das immer verbessern. Weil, naja, ich glaube, es gibt sprachlich größere Defizite als diesen Wortlaut. Schöner Hit Richtung T29. Der war doch auch ein bisschen glücklich, würde ich sagen. Wenn er so weitermacht, hat er bald keinen Schuss mehr. Ja, die da hinten, muss man sagen, auf 10-0 sind ein bisschen zu statisch. Die könnten sich doch mal weiter vorbewegen. Und das sehen mittlerweile mehrere Leute so. Ne, beziehungsweise nur der AT-15, aber der verkündet das lautstark. So, und jetzt doof vom T-54. Dass er hier unbedingt noch eine Schelle rausholen wollte, weil das war sein Tod. Ja, AT-15 ist richtig gut drauf.
Ah, der ist aber auch tot, das sagt natürlich alles. Da hat man nämlich viel Zeit. Aber zumindest so ein paar bewegen sich dann da jetzt. Und der Black Prince da drüben kommt da nur leider bedingt drauf. 4 Minuten 55 noch im Kampf. Da der T69, der hat nochmal viel. Und jetzt fahrt ihr hier runter. Ist mittlerweile ganz schön gemacht auf der Karte, dass man hier da so ein bisschen, ja, mehr von der Map auch wirklich nutzen kann. Und jetzt will er da den Typ 59 unterstützen. Der dürfte auch nicht mehr viel sein. Die Arti ist noch nicht gespottet gewesen. Die ISO auch nicht. Und der T28, die werden wohl irgendwo hinten wahrscheinlich auf der K-Linie stehen. Oh, so, weg mit dir. Da ist er. Und da ist der T28. Wie vermutet, auf der K-Linie. Ist natürlich jetzt auch sehr schön für die Arti. Ah, da ist die ISO. So, da ist er. Nein! Oh Gott, war da, hat da wenig gefehlt. Aber das ist halt, da fehlt so ein bisschen dann die Gun Depression. So, jetzt aber. Man darf aber die ISO vielleicht nicht, also nicht unterschätzen, weil A ist der Schaden recht ordentlich und B lädt ja auch sehr schnell nach. Aber hier, da spielt er jetzt die nochmal schnellere Nachladezeit aus und hier einfach die bessere, ja, das bessere Spiel, muss man einfach sagen. So. Die alle tot. Und jetzt fehlen nur noch Black Prince, der T28 und E75 sowie T29 sind nochmal woanders. Da ist die Arti. Schön aufgemacht. Tipp Nummer 1. Da würde ich, könnte man sogar HE schießen. Bräuchte jetzt nicht unbedingt sein Premium raushauen. Erwischt. Wobei, ich glaube, jetzt schießt er nicht Premium, weil er unbedingt Premium schießt, sondern weil einfach natürlich an der Mangelung der Schüsse langsam knapp werden. Da ist der Krieger. Oh, jetzt der Black Prince. Der ging nicht durch. So, jetzt hier die Mobilität ausspielen. Dass er nicht so schnell mitdreht, dass man hier den einen oder anderen Schuss an den Mann bringen kann. Aber Black Prince hat auf jeden Fall eine gute DPM. Aber im nächsten Schuss ist der Black Prince weg. Aber man sieht zum Black Prince, der tut einem auch schon weh. Schießt schnell, ist unangenehm. Und das für ein 7er, das darf man nicht vergessen. Also Black Prince, immer ein gutes Ding. So, jetzt auf E1. Der E75 und der T29. Wobei, es sind noch 2 Minuten. Also von dem her kann man auch sagen, einfach mal cappen. Ja, er schreibt auch Yes Cap. 7 Gegner zerstört. Da darf man dann auch mal cappen anfangen. Ah, da ist übrigens ein Stein. Die sind aber auch fies. Die kommen plötzlich so einfach aus dem Boden raus, die Steine. 22 Sekunden noch, bis der Cap vollzogen ist. Der Gegner scheint sich hier nicht mehr zu viel damit, ja, zu arrangieren. Schon eher, dass der hier gecapped wird und dass er wenigstens noch überlebt. Oh, hier überall Sträucher. Die müssen noch weg, die Bäume. Genau. Und damit haben wir einen Cap-Sieg. Ja, feindliche Basis wurde erobert. Hier der Typ 61 hat es geschafft. 7 Kills, 5154 Schaden. Ich glaube, das kann man lassen und dann auch noch mit der kleinen Kanone. Gratulation, vielen Dank fürs Einschicken. Und wenn ihr auch Replays einschicken wollt, unten in der Videobeschreibung, da steht wie. Bis zum nächsten Mal, euer Aikaramba.